Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls V Oblivion. Ja, ich habe mich jetzt informiert, wie es mit dem Fluch hier ist. Viele sagen, man soll ganz oft in die Kapelle beten. Dann wird man diesen Fluch los. Der und dauernd hier unsere Ausdauer, sage ich jetzt mal, so senkt durch den Fluch des Verzerrten. Ja, manche sagen auch, hundertprozentig geht dann nach der Quest von Knights of Nine weg, sage ich jetzt mal, nach dieser Hauptquest von Knights of Nine. Deshalb werde ich jetzt einfach sagen, wir werden jetzt einfach Knights of Nine durchspielen. Wir werden jetzt einfach ganz knallhart durchzocken, weil ich diesen Fluch nicht haben will, während meine andere Mission in der Dunklen Bruderschaft bzw. in der Diebesgilde. Weil um echt zu sein, es ist doch sehr anspruchsvoll, sage ich jetzt mal. Ich habe schon schlimmere Gestalten als euch getötet. Ja, wir werden jetzt erst das Schild holen. Das ist in dieser Richtung, aber ich möchte erstmal das Oblivion-Tor entdecken. Ich habe eigentlich mal schon wieder mal gesagt, dass ich eigentlich mal wieder einen schließen will. Aber irgendwie tue ich es doch nicht. Naja, was soll's. Wir werden auf jeden Fall definitiv noch einige schließen. So, es ist noch sehr weit. Very far away. Ja, ja, wir fliegen und fliegen. Das sind Winowitz. Wie ich sowas erkenne von... Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur einen Winowitz entdeckt. Ich gehe ja schon wieder. Geht ja schon wieder halb die Welt unter, nur weil ich einen Winowitz entdeckt habe. Bulwark. Er hieß doch Fort Bulwark, oder? Ja, dachte ich es mir. Ich hatte fast einen Bulwark gefunden. Ich muss nun hinein. Da sind Beschwörer. Unser Drache läuft hier mal wieder amok. Sieht irgendwie lustig aus, wenn er rennt. Boah. Beschwörer, dachte ich mir doch. Genau, ich habe mir jetzt was überlegt bezüglich unseres Schwertes, weil es ja so ziemlich überpowered ist. Ich demonstriere es nochmal jetzt an der nächsten Person, wenn sie kommen sollte. Ich so, ja, da ist sie doch. Wie man sieht, ich schlage sie ein paar Mal und sie ist wirklich komplett zerlegt. Ich habe mir es jetzt so überlegt, da die Waffe so überpowered ist, werden wir jetzt schlicht und einfach daherkommen, sie nur dann benutzen, wenn wir es wirklich, sage ich jetzt mal, in einer Notsituation sind. Das heißt hier zum Beispiel, wir kurz um Verrecken, sau viele Gegner, hahaha. Erst dann werden wir diese Waffe hier benutzen, die wir jetzt gerade eben tragen, weil die echt ziemlich überpowered ist. Stattdessen werden wir jetzt ein wenig mit einer Claymore kämpfen und mit diesem Kurzschwert. Ich glaube, das passt euch auch sowieso, dann werden die Kämpfe wieder etwas spannender und die werden jetzt nicht so einseitig, weil mir ist echt aufgefallen, die ist doch sehr stark überpowered. Weil es ist echt so, normale Waffen, ich zeige es euch jetzt mal kurz, 8 Angriff, 5 Angriff, 12 Angriff. Okay, sind die auch schon etwas überpowered, aber hier 21 Angriff, aber hier 87. Das sprengt doch die Grenzen ziemlich, muss ich sagen. Deshalb habe ich mir jetzt einfach gedacht, dass wir sie wirklich nur dann benutzen, wenn es wirklich, wirklich, wirklich immer anders geht. Naja, jetzt kämpfen wir mal ein bisschen mit einer Claymore. Claymores haben wir auch nur sehr selten benutzt. Und ich mag Claymores. Es gab sogar Zeiten, da habe ich mal so richtig oft mit Claymore gekämpft. Oh. Claymores machen wohl viel Schaden, aber sie brauchen viel Ausdauer. Hier sind Fallen. Und sie machen halt auch, wie gesagt, viel Schaden. Aber sie zocken halt auch Ausdauer, weil sie schwer sind. Zerknittertes Papier. Davon werden wir nicht reich. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, keine Ahnung. Hier wird uns immer angezeigt, dass wir irgendwo hin müssen. Doch, wir müssen hier irgendwo hin. Nur wo? Das ist die Frage. Ach ja. Wir gehen jetzt einfach mal irgendwo hin. Ich hätte die Quest mit den Handschuhen doch erst so ziemlich zum Schluss machen sollen. Fällt mir gerade so auf.
Weil hätten wir jetzt nämlich nicht das Problem so sehr. Aber wir kommen jetzt schon wieder halb erschöpft in den nächsten Kampf rein. Und es wird jetzt ein reiner Standkampf, sage ich jetzt mal. Obwohl, wir hätten jetzt denn die Möglichkeit, ein bisschen mehr Magie zu nutzen. Weil wir halt, wie gesagt, unsere Ausdauer nicht mehr so oft nutzen können. Aber der hat etwas mehr aus, deshalb werden wir den jetzt auch einfach so niedermetzeln. Grundlagenalchemie, so lustig, Grundlagenalchemie, wir können nichts draus lernen. Truhe. 29 Gold. Lauter Sackgassen. Das haben wir bestimmt mit Absicht gemacht. Na toll. Wo müssen wir lang? Ach ja, wie ich das wieder liebe. Claymore! Boah, jetzt habe ich mich schon wieder gerade ein bisschen erschrocken. Now just go this way. Oh, Natronach. Darf man das nicht bitter? Ich weiß, dass meine Kräfte nachlassen. Klingt einem hässlichen Fluch. Ja, wir haben den wieder niedergeschlagen. Ja. Stirb. Wenn wir etwa noch ein Viertel des Lebens haben, habe ich mir jetzt gerade gedacht, werde ich dieses Schwert benutzen. Wie es etwas überpowerte. Nö, ja, es kann auch sein, dass ihr jetzt einfach wollt, dass ich dieses überpowerte Schwert hier weiterhin benutze. Dann schreibt es einfach in den Kommis. Ja. Ist das? Ha, ich habe sogar den Beschwörer getroffen. Das Skelett. Das war jetzt stumpf. Okay, jetzt wird's doch hier wieder etwas kritisch. Ah, wow. Was haben die jetzt gemacht? Und wir liegen am Boden. Die haben uns flach gelegt. Au. So. Hier ist irgendwo noch ein Beschwörer. Wo bist du? Da. Stirb. Hab dich. Jetzt müssen... Ich fette jetzt irgendwo einen Schalter, dachte ich mir doch. Eine Kurbel. Notiz des Zauberers. Nehmen. Basisring der Zerstörung. Das sind nur Novizenzeugs, aber wir sind doch, glaube ich, keine Novizen mehr, oder? Ach, keine Ahnung. Was hat eine Beschwörer überhaupt so bei sich? Heiltrank. Geil. Ja, wir dürfen jetzt auch nicht zu viel mitnehmen, weil das Schild, das kostet auch bestimmt einiges an Gewicht. Ah. Le Kurbel. Jetzt können wir mal wieder zurückgehen. Ich wollte gerade sagen, wir könnten jetzt mal unsere Ausrüstung mal wieder ein bisschen reparieren. Aber das wäre so ziemlich nutzlos, weil wir in einem Kampf sind. Ah. Komisch, warte, dieses Tor hier nicht gefunden. Ah! Ich weiß, das Gefühl nicht los, dass das Fallen sind. Oder dass einige davon Fallen sind. Ah, ich glaube, ich muss eine bestimmte Reihenfolge machen oder so. Dachte ich mir doch, irgendwie sowas. Ha, genau. Man muss jetzt sozusagen in der richtigen Reihenfolge so machen, halt dieses Geräusch. Es darf nicht dieses kommen. Und dann geht's auf. Hebel ziehen. Oh nein, das wollte ich nicht. So.
Festung Bulwark. Da wollen wir hin. Dann gehen wir auch dahin. Was ist hier? Gefängnis. Was ist das? Da ist jemand. Bitte öffnet das Tor. Ich muss hier rauskommen. Okay. Haben wir sonst nichts vor? Sir, danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie lange sie mich hier festgehalten haben. Wer seid ihr? Ich bin Sir Thedred. Ich kam hierher auf der Suche nach dem Schild des Kreuzritters und wurde von diesen Feiglingen überfallen. Seitdem halten sie mich hier gefangen. Was tut ihr jetzt? Ich wurde lange Zeit von diesen Schuften gefangen gehalten. Sie wollten wissen, wie man an den Schild gelangt und glaubten, ich würde ihnen helfen. Als ich mich weigerte, sperrten sie mich hier ein und ließen mich nur heraus, um mich zu foltern. Sie erfuhren nichts von mir. Gut, könnt ihr mir helfen? Ich kann euch nicht begleiten, falls ihr das meint. Ich bin zu schwach, ich muss mich ausruhen. Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde ich mich eurer Sache anschließen. Ihr müsst allein weitergehen, aber die Kenntnisse, die ich gewonnen habe, könnten für euch von Nutzen sein. Okay, was wisst ihr? Bevor ich diesen Ort fand, erfuhr ich ein wenig über jene, die ihn angelegt haben. Er wurde geschaffen, um den Schild sicher und verborgen zu halten. In den Schriften, die ich fand, tauchte ein Satz immer wieder auf. Wenn die Augen der Wächter auf dich sehen, wird der Julianus gewogen sein. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin überzeugt, dass es ein Hinweis darauf ist, wie man sicher durch diese Ruinen kommt. Ich habe es nur euch erzählt. Hoffentlich hilft es euch. Gut, ich muss aus dieser Grube herauskommen und mich ausruhen. Wir werden uns wiedersehen, keine Sorge. Okay, wieso labert ihr mich nochmal an? Wir müssen jetzt in diese Richtung, oder? Wo ist mein Kampf? Battle. Vorsicht! Wow, die haben wir jetzt übel zugerichtet. Ja, die haben hier einige Folterinstrumente. Was ist hier noch? Eine Truhe. Sonst nothing. Alte Holztür. Speichern. Ducken. Wollte ich gerade sagen, wieso zieht er nicht ganz durch? Bam! Den haben wir in die Eier geschossen. Zurück, nichts nutzt. Wow, das war jetzt irgendetwas Hässliches. Kann es sein, wollte ich gerade sagen, haben wir den direkt in die Fresse geschossen oder nicht? Okay, nee, das wird mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Overpowered Waffe! Haha, jetzt möchte ich meine Pfeile wieder haben. Danke. Wir haben starke Heiltränke, das ist gar nicht schlecht. So. Nee, ich will nicht die Dagger ausrüsten, ich möchte die Claymore, genau. Ich bin irgendwie jetzt gewöhnt, dass sie nach ein paar Schlägen sofort verrecken, die Kerle, aber irgendwie... Naja. Wahrscheinlich kommen die jetzt gleich schon wieder hier aus allen Löchern gekrochen. Ich bin woanders. Hey! Und die hat es zerlegt. Also ich finde, also mir ist irgendwie aufgefallen, immer wenn man dieses komische Brüllen hört, dann ist der Gegner zu 99% tot. Also ich finde das geil. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Das ist das nächste, aber es gibt ja nur den einen Weg hier. Fail. Wie soll ich da durchkommen? Au. Was soll der Kack? Au. Haha.
Skill. Ich glaube, ich habe das System dahinter verstanden. Ja, ist jetzt auch zu spät. Heilen wir erstmal. Eure Anwesenheit hier wird nicht geduldet. Was ist das? Keine Ahnung. Was bist denn du für einer? Hey. Beschwörer? Bist du? Ach so, da unten liegt der. Glanz und Kraft. Beschwörerin. So. Was ist denn das hier? Drehgriff. Ah, ich glaube, ich verstehe. Wir müssen die Viecher jetzt drehen. Und wie er gesagt hat, die müssen alle zu einem schauen. Ich schätze, sie müssen zu diesem Punkt hier schauen. Das machen wir noch schnell. Ich hoffe mal, dass sie sich so drehen, wie ich es vorhabe. Nein, tun es natürlich nicht. Dann drehen wir jetzt gleich nochmal. Der schaut schon richtig, aber der schaut noch nicht richtig. Schaust du richtig? Keine Ahnung. Nein, du schaust auch nicht richtig. Ich hab gesagt, dreh dich. Ich speichere mal. Man kann jetzt wissen, vielleicht ist das auch irgendwie eine Falle oder so. Obwohl das mies wäre, wenn ja. Na, nochmal drehen. So, ich hab... Oh! Das wollte ich gerade sagen. So, was passiert jetzt und dann sowas. Eigentlich war dieses Rätsel sehr einfach. Ich glaube, darauf wäre ich sogar gekommen ohne diesen Tipp. Festung Boulevard. Was hätte man, dass das jetzt irgend so ein hässlicher Geheimgang gewesen ist? Holztür. Okay, alte Holztür. Wir wollen ja hier korrekt bleiben. An dieses Rätsel kann ich mich noch ganz vage erinnern. Ganz vage. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals so ziemlich Rottgers Buch. Das ist ein Kelch. Dass ich damals so ziemlich die Beherrschung verloren hatte. Weil ich das gar nicht wusste, was ich machen soll. Toll, ein Kelch. Und was soll ich da jetzt Rottgers Buch reintun oder wie? Oder ist das irgendwie so ein Objekt? Rottgers Hammer? Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich muss hier sozusagen erstmal alles reintun. Auch wenn es falsch ist. Und dann muss ich alles in der richtigen Reihenfolge hintun. Rottgers Hammer. Das war doch Hammer. Da ist ein Stein. So. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Ganz ehrlich. Rottgers Hammer. Da ist ein Schädel. Also wie war das jetzt? Schädel... Pinges... Wieso haben wir so auf den Hammer gekriegt? So, ist wahrscheinlich wieder der Hammer drin, ne? Nee, der Helm. Der Helm, da war doch... Der war doch hier hinten, wenn ich mich nicht irre. Das war doch der hier. Wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt. Gnadenlos. Ha! Habe ich mir doch gedacht, dass man sozusagen so rumexperimentieren muss. Rottgers Schwert. Da ist der Hammer. Kann ich mir vorstellen, dass hier das Schwert reinkommt. Dieses Rätsel machen wir noch schnell. Das wird jetzt wahrscheinlich dann etwas länger, der Part. Aber dieses Rätsel möchte ich noch schnell beenden. Gut, das war schon mal falsch.
Rodgers Hammer. Nee, das haben wir vorhin gesehen. Da ist dieser Kelch. Dann müssen wir hier den Hammer rein tun, weil da haben wir ja das jetzt mal gesehen, da kommt der Hammer rein. Rodgers Buch, das haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Da kommt der Stein rein. Dann kann ja das Buch ja noch in drei verschiedenen Orten sein. Rodgers Buch. Ha! Dann heißt es das Weinglas. Der zeigt uns dann dort den Stein an. Ich wette, wir kriegen jetzt dann bald den Stein. Ich hoffe mal, dass es jetzt alles so richtig ist, aber es sieht meines Erachtens nach gut aus. Rodgers Edelstein. Da ist der Schädel. Ich würde den Edelstein gerne verkaufen, aber der ist nichts wert. Rodgers Stein. Da ist das Schwert, da muss das hier der Edelstein sein. Halt nicht hier Edelstein, sondern der stinknormale Rodgers Stein. Dachte ich mir doch. Dann brauchen wir noch zwei Sachen, und zwar Schädel und Schwert, und da brauchen wir es gar nicht mehr schauen. Das Schwert, das kommt dann ja hier hinten rein. Ta-da-da-da-da. So, und wo ist jetzt der schöne Schädel? Rodgers Schädel. Wahrscheinlich stellt sich jetzt raus, dass wir alles falsch gemacht haben und werden jetzt stattdessen sterben. Rodgers Schädel. Haha, Skill nenne ich das, Leute. Skill. Okay, wir schauen uns... Ah, da glänzt ja schon was. Ich wette, da ist das Schild. Und dreimal dafür hatten wir recht, ich habe. Da ist das Schild. Einsichttrank. Willenskraft wiederherstellen, Intelligenz wiederherstellen. Da ist Geld. Gut, wir nehmen das Schild. Ich habe den Schild des Kreuzritters wieder erlangt. Gut. Ja, das ist jetzt schon genug überzogen. Ja, das war mal wieder Let's Play der Elder Scrolls 4. Und beim nächsten Mal, da werden wir den Streitkolben suchen. Und dann mal sehen, was passieren wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.